So, nichts los. Was ist mit dem Gras? Was mit Gras? Weiß ich nicht. Seid gegrüßt, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Neue Runde hier LS22. Auch wenn man physisch marsch natürlich unterwegs. Gerade nochmal geschaut wegen dem Patch 1.3. Wenn man jetzt auf YouTube ist, wird der Patch wahrscheinlich 1.3 mittlerweile verfügbar sein. Twitch-mäßig ja scheinbar jetzt an dem Freitag, wo wir hier unterwegs sind, noch nicht. Aber gut. Jetzt ist das Mikro an, oder? Mikro? Mikro. Mikro an, bitte. Feuerwehr im Dauereinsatz bei euch, ja. Gras wächst nicht, nö. Das kann sein. Das ist aber auch Giants, ne? Vielleicht ist es ja gepatcht. Vielleicht steht es ja in den Patch-Notes drin, dass sie das gefixt haben. Keine Ahnung, was die alles fixen. Hab keine Infoliste, wo drin steht, das berichtigen wir alles. Bisschen was, ja. Bisschen was kann man nachlesen, was da steht auf deren Homepage. Aber das werden ja nicht die kompletten Release-Notes, Patch-Notes, wie auch immer sein, ne? Ich kann noch eigentlich kurz auch den Kies aufladen nehmen, weil da warten doch bestimmt schon wieder, ne? Wollen ja hier keine Zeit verlieren. Die sollen ja schon irgendwie zweimal so pro Folge hier rumeiern. Schon deutlich weniger geworden, dieser Haufen hier. Das muss man sagen. So viel ist es gar nicht mehr. Und gleich dann haben wir den großen, das ist nur noch Kleinkram. Müssen wir gleich nochmal wieder bei den Flug-Einis gucken, dass die da wirklich vorankommen, weil die Flugmission, das wäre schon gut, wenn wir das in der jetzigen Folge hinkriegen. Das ist jetzt Folge 99, ne? Glaube ich, sind wir schon. Einfach mulchen und auch bei Missionsfeldern oder bei den eigenen Feldern. Der hat es noch nicht weggeweht, das ist doch gut. So, Missionsfelder kaufen, mulchen und dann springen die praktisch wieder an. Und dann kann man sie wieder verkaufen oder wie. Und dann kriegt man vielleicht auch mal wieder eine Mission, aber praktisch nicht, ne? Nächster Hänger da zum Kieslaufen, einmal ein bisschen raufschütten, mal gucken, ob es geht. Ne, wir wollen ein bisschen unser Holz hier vorne aufsammeln. Autolot nach rechts schalten, ne, da sind wir auf links. Links wäre ja nice, ne? Ja, geht auch schon. Also die Holzautoloads ist halt perfekt. Der war wohl nicht mit festgebaut. So, wir wollen auch wieder halbwegs ordentlich Holz verarbeiten. Felderpatch. Felder pachten, Mod, ach so, okay. Ja, das finde ich auch eine Art. Nee. Aber wieso macht er denn jetzt den hinteren Bereich?
Felder pachten. Ich weiß nicht, was man da an Pacht zahlt, wie das umgerechnet wird, wo man einfach auf einen festen Eurobetrag zahlt pro Tag oder pro was auch immer. Also klar, mal interessant mal zu hören, wie das umgesetzt ist. Das finde ich schon auf jeden Fall. Hat denn schon jemand drauf, Felder pachten Mod? Ja, Holzautoload. Kann man sagen, habe ich vermisst. Schon echt praktisch, ne? Da sieht man es mal wieder. Wenn wir unseren Kraut- und Rübenhaufen hier einmal ein bisschen sauber aufstapeln. Oder auch nicht, weil wir ihn selber ein bisschen wieder auseinanderziehen. 2% vom Kaufpreis als Pacht pro Tag kostet das Ding. Okay, mal kurz überlegen. Pro Tag. Oder ist das denn wieder halbiert, wenn ich, also pro Tag ist ja ein Monat, ne? Wenn du jetzt überlegst, also du zahlst 24% pro Jahr an Pacht, das wäre zu heavy, ne? Ich sag mal, ich pachte jetzt dieses Feld, das kostet 655.000 und davon würde ich jetzt dann irgendwie nachher, sagen wir mal so, ca. 175.000 Pacht pro Jahr bezahlen. Das wird nicht ganz im Verhältnis stehen. Da macht man eher, glaube ich, Verlust, als dass man damit Gewinn macht. Da ja auch die Ertragswerte und die hier auf der Karte ein bisschen angepasst reduziert sind. Das macht keinen Sinn dann. Das ist zu teuer. Das ist eine Geldvernichtungsmaschine. Das ist eine lustige, aber sicher, finde ich, ne? Wenn man jetzt... Das muss ja schon realistisch sein, irgendwie. Muss man also selbst 1% ist schon nicht wenig, ne? Georg, danke dir für 21 Monate. Einmal kalte Dusche, danke dir. Feld 1, das kleine. Wohl 15.000. Ich muss sagen, pro Tag, nicht pro Jahr, ne? Also, das ist zu heftig. Du kannst ja nicht 24% pro Jahr bezahlen. Wenn man jetzt sagt, 5% pro Jahr. Du hast ja keinen Gewinn. Das ist ja nicht so, dass es hier, dass die Felder halt Gelddruckmaschinen sind. Vielleicht im leichten Schwierigkeitsgrad, ne? Aber ansonsten ja nee. Oder sehe ich das falsch? Rechne ich gerade blöd? Nö, ne? Tag, ja, viel zu viel. Und pro Tag ist dann je nachdem, wenn ich jetzt 2 Ingame-Tage pro Monat mache, wie ich ja hier spiele, dann halbiert. Ja, du sagst pro Tag, ne? Wenn das pro Monat, also ne, viel zu viel. Damit machst du ja keinen Gewinn. Wie viel Ertrag willst du? Du musst es ja selber bearbeiten komplett. Sprich, du hast deinen Maschinenverschleiß und so weiter und so fort. Da bleibt ja gar nichts übrig. Selbst 5% pro Jahr, wenn man dann überlegt, okay, ne? Das fliegt jetzt im Schwierigkeitsgrad. 7.900 pro Tag bei Feld 1. Selbst 8.000, wenn wir pro Tag rechnen, ist hoch. Das sind 96.000 pro Monat. Quatsch, pro Jahr. 96.000 für ein Jahr. Das kriegst du mit der Ernte fast nicht rein. Na, also wenn du... Du musst ja alles... Du kannst ja also den reinen Ernteertrag der Ernte, ja. Aber wenn du alles rechnest mit dem Feldervorbereitung, mit dem Verschleiß, mit Personal, also hier die Lohnerkosten, mit Dünger, den du verbrauchst, mit Saatgut, den man verbraucht, mit, je nachdem wie man es macht, ob Mulchen, Walzen, Spritzen, Flügen, das reicht nicht. Das ist tatsächlich eher eine Geldvernichtung, würde ich behaupten, der Felder pachten. Aber der Verpächter soll ja auch Geld davon haben, ne? Das wird immer noch, ja. Danke dir für den Prime-Sub. Vielen Dank für Support, liebe Leute. Danke, danke, danke.
Nö, generell finde ich Pachten nicht Blödsinn. Finde ich eigentlich sogar eine Idee. Ist ja in echt auch so, ne? In echt fast jeder Landwirt hat Land, also ne, hat Land gepachtet. So gut wie wahrscheinlich fast kein Landwirt bewirtschaftet nur eigene Flächen, weil das ist ja, ne, es gibt vielleicht noch einige, klar. Aber im Normalfall hat jeder Landwirt auch gepachtete Flächen am Start. Wir selber haben ja auch in der Familie Flächen, die verpachtet sind. Und deswegen finde ich dieses Prinzip von Pachten logischerweise schon sinnig. Definitiv gehört es eigentlich auch zur Landwirtschaft dazu. Nur es muss dann vom Preis her, vom Gefüge da irgendwo her passen, ne? Das würde ich eher fühlen. Gerade eine erneute Unwetterwarnung halt mit 130, okay. Die Felder sind nicht teuer auf der Marsch. Das ist auch falsch. Sorry, dass ich euch widersprechen muss, Leute. Die Preise sind nicht teuer. Vielleicht sind die anderen eher billig. Oder die anderen haben halt zu kleine Felder. Das hier ist bester Boden. Sehr fruchtbar. Da muss man schon auch in echt viele 1000 Euro pro Hektar mittlerweile auf den Tisch legen, ne? Das ist nichts mit 20.000 Euro für einen Hektar. Deswegen kostet einfach so ein Land mit der Größe einfach so viel. Ist völlig realistisch. Kannst du dir ja umschreiben. Klar kann man sich umschreiben. Bestimmt kannst du 1% draus machen. Kannst du vielleicht auch 0,5% draus machen. Würde aber ändert natürlich nichts daran, dass ich aktuell gar nicht die Möglichkeit fuhrparktechnisch hätte, ne? Passt ja auch nicht. Wenn, brauche ich auch einen großen Fuhrpark, um das zu bewirtschaften. Kann man nicht. Meine Frage, wo findet man in XML die Missionspreise pro Hektar? Keine Ahnung. Ich kann Missionen nicht beeinflussen. Aber wie gesagt, einen Prozentsatz wird man ändern können. Das wird ja irgendwo verankert sein. Aus diesem Prozentsatz kann man es natürlich ändern. Also ich finde es nicht schlecht. Wie gesagt, Pachten generell, finde ich, macht Sinn. Ich habe schon immer überlegt, tatsächlich nicht neu, sondern dass wir, aber in die andere Richtung, ne? Sprich, ich habe Felder, ich besitze Felder, habe ja irgendwann im Laufe der Marsch im LS19 viele Felder gehabt und eigentlich wollte ich schon immer auch Verpachten einbauen. Sprich, dass man ja erstmal so ein Feld von sich unbrauchbar macht und dadurch dann eben regelmäßig Pachteinnahmen kriegt. So rum dachte ich das. Aber habe ich nie geschafft einzubauen, aber habe ich immer, mit dem Gedanken habe ich immer gespielt. Windräder? Ja, die Windräder sind bestimmt auch, die sind bei uns auch alle abgestellt. Davon auszugehen, die würden sie uns ein bisschen durchdrehen. Nö, das ist nicht ganz normal, warum das weiß angezeigt wird, verstehe ich nicht. Wieder eine Stunde, ne? Zeit, die rennt. Und diese Mission ist immer noch nicht fertig. Mensch, Mensch, Mensch. Wie lange die brauchen? Was ist denn die Mission jetzt? 78%. 22 noch. Und hier sehen wir zu, dass wir wieder dann Richtung 900.000 und bald die Millionen. Moin Moin Hamburg.
Eis. So, warten wir wieder auf die nächste Ladung. Das dauert wieder ein bisschen, bis die beiden verkauft haben. Holz will ich nicht verkaufen. Brauchen wir für Sägewerk. Nützt nichts. Oh, schon 4% vorher losgefahren, ne? Ist auch ungeduldig. Ich habe noch Kredite, die ich nehmen könnte und auch werde. Machen wir in der nächsten Folge. Und mal schauen, wie weit das Kreditlimit ist. Wie weit wir gehen können. Ein bisschen müsste der eigentlich machbar sein. Ein bisschen mehr. Die kommen sich langsam näher hier, ne? Immerhin. Auch das sollte dann hoffentlich in der nächsten Folge fertig sein. Hier ist es in der Fruchtübersicht, also du meinst hier. Ja, ganz weiß ist es nicht. Das hier ist nicht weiß. Nur Baumwolle ist weiß. Mehrere Versionen oder irgendwas im Mod-Ordner, irgendwas komisches. Ich habe aktuell auch keine Hirse, dass er mir einen ausblenden würde. Aber die KI ist halt auch ziemlich einseitig mit dem, was sie anpflanzt. Ne? Das kriegen sie leider auch noch nicht hin. Mit reingenommen habe. Ich glaube, weil ich es mal aktiviert habe. Ne, wo war das denn? Flügel? Der hier, ne? Den mit Flugfunktion. Brauche aber 435 PS. Man hätte aber 8 Meter Arbeitsbreite. Ist für Flugmissionen, glaube ich, ganz entspannt, ne? Also entspannter, auch nicht komplett entspannt. Wäre auch ein bisschen falsch gesagt. Der hat 5 Meter, der hat 8 Meter, den wir da nutzen auf dem Feld. Und der hätte halt 8 Meter. Und das ist halt auch so ein Mod, wo ich noch selber sage, ich weiß, ist auch nicht hundertprozentig realistisch, klar. Aber mit solchen Mods kann ich, ne, solche Mods finde ich noch passend. 68.000 für Flugmissionen. Schon interessant. Ich habe gerade eine Mission gesehen auf Feld 78, Baumwolle anpflanzen. 880.000. Da wären das aber auch hammer viel Geld, weil ich glaube, Baumwolle ist ja gar nicht so krass vom Verbrauch, oder? Jetzt den kleinen Spritverbrenner in den niedergewalzten Wald gestellt, damit er den Hof nicht mehr zuräuchert. Schöne Idee. So sieht's aus, einfach, aber gut aufgepasst. Da kann der Winter, ne, dann kann es besser abziehen. Schlechte Luft. Meter ist für mich nichts, um es direkt zu sagen, so nix. Als Flug 8 Meter mit der Funktion Flug finde ich das passt schon. Davon dann auch gerne 2 Stück oder so und dann ist es doch schon mal ganz gute Arbeitsbreite. Eine Mission gibt es, liegt natürlich auch ein bisschen an der Saison wahrscheinlich, wenn du noch da bist. Jetzt gibt es bei mir auch keine Erdemission mehr. So, 2, 3 Ladungen noch, dann haben wir es.
Ja, sparen wir uns für die nächste Folge, liebe Leute, denn dann haben wir tatsächlich auf der NF Marsch im LS22 schon, ja, gerundet, ne? So sieht's aus. Du fängt erst bei mir über 12 Meter an. Na, so ein Ding ist das. Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.